Recht herzlich willkommen zur 124. Folge von Simotrans. Ja, wir müssen unbedingt hier nochmal rein. Letztes Mal, ich habe es dann nachher nochmal gesehen beim Controller des Videos, das Ding muss man natürlich auch starten, damit der Booster fährt. Ne? Das reicht nicht, den einfach nur auszuwählen und dann läuft's. Nein, der muss auch losfahren. So, jetzt haben wir auch in Lauter da noch einen weiteren Stadtbus. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir da stehen geblieben waren. Weiß ich jetzt gar nicht. Dahin. Hier war die Bushaltestelle. Gut, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, hier sind noch 97 Leute am Sitzen. Deswegen haben wir den noch dazu geholt. Aber irgendwie haben wir überhaupt keine Kontrolle darüber, wer hier was fährt. Ah, 60 Passagiere warten und 97 Sack Post sind auch noch unterwegs. Und der Bulli mit der Post ist auch gerade durch, oder? Dann ist der voll, ne? Jo, richtig. So, das bedeutet, im Stadtbus Lauter muss nicht nur ein Dingens hin. Gehen wir von aus, dass da auch ein Postproblem ist, oder? Ja, irgendwie könnte das sein, ne? Oh, 909 sagt Post warten. Wo wollen die denn alle hin? 873 wollen über, ne? Den Hafen weg. Das heißt, da muss mal was passieren. Das heißt, auch der Post-LKW ist zu wenig, der hier verkehrt. Und wo ist der jetzt überhaupt? Also ich glaube, Sonderhausen hat keinen. Der fährt das da mit ab, oder wie war das? Ja, ich glaube ja. Lauter Sonderhausen Floto ist das, okay. Da müssen wir dann noch ein paar Busse paar LKWs draufsetzen, ne? Guck mal, der eine hat sogar noch ein bisschen mehr. Na, jetzt ist auch egal. Wo ist denn der jetzt Post? Lauter Sonderhausen, der muss es sein, ne? Okay, dann starte den und dann hau den da nochmal rauf. Post Lauter Sonderhausen und den kopieren wir noch dreimal. Jetzt haben wir drei, den kopieren wir nicht dreimal, sondern nur zweimal kopiert, aber das sind dann passt dann schon. Und warte mal, wir müssen noch einen in der Stadt fahren lassen. Der 30. Ist die Frage, ob wir da nicht auch einen großen fahren lassen dann. Tja. Stadtbus Lauter. Machen wir mal, ne? Post. Ne, Stadtbus Lauter war es nicht, Post. Und starten den auch. So, gucken wir mal einfach hier rein. Da sind 4 Sackpost. Und da 10 Sackpost. Die Frage, wie sich die Post entwickelt, ne? Ob da auch irgendwelche Problematiken herrschen, dass die nicht abgefahren werden. Tja, hier sieht es gerade auch nicht so gut aus mit 2100 Sack Post nach Lauter Mittelbirkshaus. Rathaus. Hammer, oder? Die Passagiere sind gut abgefrühstückt, aber die Post, die geht ja gar nicht. Lauter Gemittel über Lauter, über Döbeln. Die 155 sind ein Postschiff. Naja. Riedenburg auch das Postschiff. Ist schon die Frage, ob wir da noch ein Postschiff mehr brauchen, ne? Die Frage, wo hier eins ist. Das ist was für einer hier? Burg Floto, was bringt der da hin und her? Schrott, okay. Da fährt ein Postschiff. Das ist gerade auf dem Weg nach da hinten. 175 sagt Post drauf. Fährt Riedenburg Floto an, Alter. Wie viel Post liegt denn hier? Das ist dann die nächste Frage.
Post warten, davon 625 nach Floto. Das bedeutet, da kann definitiv noch ein Postschiff dran, ne? Und das für eins, okay. Fehlt das Bild. Riedenburg Floto. Na super, die Milch war es nicht. Und starten. So, dann ist da noch ein Postschiff mehr unterwegs. Die sind natürlich gerade hier alle vereint sozusagen, aber der müsste ja jetzt dann voll sein. Ist er auch. Und daneben geklickt ist auch super. Und da fährt auch noch einer. Und der ist auch dann gleich voll. Siehe da. Das ist sogar ein neueres Modell wie der da, ne? Naja, okay, ist aber okay so, denke ich mal. So, lass uns gerade, wenn wir schon hier sind, nach der Stadt gucken, die da oben noch wächst, aber nichts passiert ist. Das läuft. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten Flauta zuletzt ausgebaut, ne? Deswegen sind wir da unten auch irgendwie gewesen. Hier ist nix. Floto. Ist auch alles gut. Sonderhausen. Wird auch immer größer. Ist die Frage, was mit dem Postwagen da passiert, aber da. Ne, der fährt ja durch, ne? Da ist aber auch alles gut. Ja, das haben wir hier letztes Mal erweitert, ne? Gucken wir gerade nach Döbeln. Da ist aber auch alles gut. Radolfzell. Ist auch abgedeckt. Dann Adenau. Und dann haben wir oben noch Altenau und Hadexen. Da ist alles gut. Hier auch gut. Okay, Personenverkehr ist kein Problem. Ja, das bedeutet, dass als nächstes dann wieder Liste aufmachen, denke ich mal, ne, und gucken, welche am schlechtesten unterwegs sind. Der steht da. Die Milch macht's oder macht's es auch nicht. Ja. Die Milch kommt von da hinten, ne? Sind das hier Milchwagen? Ja, das sind Milchwagen. Haben sogar 8 Kubikmeter dabei. Doch so viel. Gibt's da denn was Besseres schon für die Milch? Ja, jetzt haben wir den auch schon gleich gekauft, ne? Obwohl wir gar nicht 11 Kubikmeter sind, das okay. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, was das für eine Linie ist. Döbeln, Hof, Hafen. Schicken da drauf, wenn wir ihn schon gekauft haben, und dann kann er auch fahren, ne? Wie schnell fahren die? Fünfzig. Und der fährt wohl genauso schnell, dann ist alles gut, dann lassen wir das so. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie viel Milch wird denn geliefert. Ach so, da muss ich hier reingucken. Ach super, genau, wieder die Kachel, die keiner braucht, ne? 200 Liter, okay. Also, fast. Kubikmeter, nicht Liter. Ja, und dann wartet der Milchkahn hier noch, ne? Aber okay, der kriegt auch nicht ganz so viel mit, aber 3 sind ja schon vielleicht angebracht, ne? Gut, was haben wir hier? Der ist unterwegs irgendwo. Fährt auch schwarze Zahlen ein jetzt. Sollten wir mal hier den Gewinn auch angucken und nicht das restliche. Der fährt jetzt gerade los, den haben wir letztens losgeschickt erst. Denke ich mal, ne? Oder? Nö, das wäre anders. Wo fährt denn der hin, dass er keine Post hat? Döbeln, Floto. Nicht so cool. Das war die Milch. Das ist unsere tolle Straßenbahn, die da immer schlechte Zahlen fährt. Das ist das Prestige-Modell. Wo fährt er lang? Okay. Altenau. Er hat halt zu wenig Stationen, ne? Da hatten wir jetzt schon die
da oben mit reingenommen, damit es ein bisschen besser werden könnte, ne? Aber so wie es aussieht, ist es auch nichts. Es wäre noch die nächste Möglichkeit, ihn hier unten hinfahren zu lassen. Zu diesem Werk. Chemiewerk. Weil die haben auch noch Passagiere, ne? Ob sich das rechnet? Wahrscheinlich eher nicht. Lassen fahren bringt auch nichts. Der gute Wille des öffentlichen Verkehrs ist das dann, ne? Hier ist auch irgendwo einer. Der ist auch auf der Insel. Na, ist keine Insel, ne? Aber da, wo die Milch produziert wird, fährt er auch lang, ne? Wo ist er? Er fährt Hardexen an. Auch so eine schwache Geschichte. Kannst du auch vergessen. Aber der ist auch dafür da, dass er da fährt, ne? Ach, das hatten wir schon, das Motorschiff Milch. Liegen da zwei, oder was? Ach so, der eine ist für die Südfrüchte zuständig und dann noch für die Milch. Alles klar, dann passt das noch. Wer ist das? Stadtbus in Döbeln, okay. Der ist gerade voll, ne? Wie viele sind denn da zu Hause? Die erste Rutsche ist für Schiff. Zweite auch. Die dritte glaube auch. Und die 38 sind dann hier. Okay, das können wir mal so lassen. Und das ist auch nicht der einzige. Da fährt noch ein weiterer, meine ich, ne? Ah, okay, lass mal so. Wird schon werden. Wieso fährt der miese ein? Vor allem, da fängt jetzt gerade ein neues Jahr dann an, ne? Und der fährt miese, ey. Döbeln Floto. Ich glaube, der schafft dieses Jahr da auch nicht mehr hin, ne? Und dann hat er nächstes Jahr ein erfolgreiches Jahr, oder wie sehe ich das? Machen wir gerade schneller. Jo. Der kommt nicht mehr. Da ist der 1. Januar. Jetzt fängt er hier mit einer guten Zahl wenigstens in dem Jahr an, ne? plus. Jetzt verfolgen wir den mal gerade und gucken mal, wenn er da hinten ankommt, was der da macht. Okay, der hatte eben nur 200 Passagiere da drin, ne? Und der kann 500. Das ist schon das erste Problem. Ob er die 0 dann fährt, ist die Frage, ne? Oder ob er den Diesel da unterwegs schon rausgeschüttet hat, ohne dass wir Gewinn machen. 2000. 1500. 1000. Ah, es könnte sogar klappen. Fährt leichtes Minus ein. Bei 200 Fahrgästen. Okay, da kann man mit 1500 Minus leben. Das schafft er ja jetzt dann. 233. Die Tour ist jetzt sozusagen gerade mal bezahlt. 27 hatten wir, als wir losfuhren. Gucken wir gerade noch an. Weil wenn er dann entladen hat, müsste er mehr wie 27 eigentlich haben, ne? Dann rentierte sich das. Aber jetzt hat er nur 233 drin. Ne, ist okay, er hatte ja vorher 200. Gucken wir mal gerade. Fährt er jetzt das Plus ein? Oder hat er schon eingefahren? So, 27 hat er eben gehabt, als er da hinten losfuhr. Ungefähr. Jetzt hat er 28, okay. Jetzt hat er 395. Obwohl, die Runde macht sich ja bezahlt. Ja, okay, dann funktioniert das vielleicht sogar, wenn er immer 200 mindestens, sagen wir 230 fährt, dann schafft das. Gut, ja.
Schlechte Fahrkarten haben wir überall. Wir haben aber genug Geld da unten. 16 Millionen, da kommen wir eigentlich über die Runden. Lass mal gerade die Bilanz angucken, wie die aussieht. Monat ist immer plus. Wir haben gerade im letzten Monat sogar mit einem relativ guten Dingens abgeschlossen im Februar. Gute Zahlen. Diese wird sich dann entwickeln müssen, ne? Ja, wir sind halt immer dran, ne? Das ist das Wichtige, immer weiter managen, sonst fällt das ab. Wenn er einfach fahren lässt, dann wird das nix. So, mal gucken. Was sind das hier eigentlich für LKWs? Südfrüchte fahren die, okay. Ja gut, aber ich sag mal, für die Folge soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.